Der ist im Hotel für dich angekommen. Stefan. Was am Strand so komisch? Irgendwas hast du doch schon wieder. Mir gehen einfach nur viele Sachen durch den Kopf. Dann sag mir doch was. Ich dachte, wir wollen keine Geheimnisse mehr voneinander haben. Das ist mein Freund Ben. Hi. Hey, Ben. Komm rein, lange nicht gesehen. Das ist mein Cousin, Benjamin. Freundin? Das ist dein Cousin. Ihr kennt euch. Und wie? Ich bin sozusagen ihr Boyfriend. Ja, ich hab dir doch erzählt, dass ich zu Hause... Moment. Ben ist derjenige... Welcher? Ich war halt der Beste. Ja, ich wusste ja nicht, dass ihr verwandt seid. Was willst du mehr? So bleibst du in der Familie. Das ist ja der Hammer. Ich habe ganz schön Eindruck bei ihren Eltern hinterlassen. War zwar mein Lebenslauf ein bisschen korrigiert. Ja, besser so. Mensch, komm, setz dich, Alter. Schön, dich zu sehen, lange nicht gesehen. Warum hast du dich nicht eher gemeldet? Und deine Adresse? Ich muss mich erst mal überall durchfragen zu dir. Das letzte Mal hast du dich aus Nepal gemeldet. Sag mal, was machst du auf Mallorca? Das Leben genießen. Was sonst? Das hat sich ja gar nicht verändert, was? Mhm. Ja, danke. Wieder. Es klappt mit dem Flug nach München. Willst du dir das alles nicht nochmal überlegen? Glaubst du, Rolf hat zweimal überlegt, bevor er mich in den Ruin getrieben hat? Selbst wenn die Polizei der Sache nachgeht, wird es sehr schwer werden, Rolf irgendwas zu beweisen. Ich werde in Deutschland genügend Verbündete und Zeugen auftreiben. Rolf hat nicht nur mich in den Ruin getrieben. Rolf ist daran schuld, dass du mit deinem Architekturbüro pleite gemacht hast? Wo kommst denn du her? Na, jetzt sag schon! Ja. Es gibt Beweise, dass Rolf in Bauspekulationen von immensem Ausmaß verwickelt war. Und weiter? Es waren vor allem die Bauprojekte betroffen, die von meiner Firma betreut wurden. Das hat er gewusst. Ja, das hat er gewusst. Und er hat es in Kauf genommen. Er hat dich für seine Geschäfte über die Klinge springen lassen? Und hat ihn überall als den großen Loser hingestellt. Das ist ja wohl absolut ätzend. Bloß weil ich am Strand an so einer blöden Bar gepennt habe, hat der Typ gleich die Polizei gerufen. Und ich durfte die Nacht in der Zelle verbringen. Tja, vor Rolf Stein hätte man dich warnen müssen. Mit Carinas Onkel ist nicht zu spaßen. Was hast du jetzt vor? Naja, der Strand ist als Übernachtungsmöglichkeit wohl erstmal gestorben. Kohle habe ich auch nicht. Ich dachte, ich könnte eine Weile bei dir unterkommen. Ich gehe dir schon nicht auf den Wecker. Ich komme hier schließlich nur zum Pennen vorbei. Ich muss halt erstmal abchecken, was hier auf der Insel los ist. Ich dachte, du seist nur zur Durchreise da. Klar, um mein Lieblingsgeschenk zu suchen. Und den habe ich jetzt gewonnen. Na toll. Was machen wir, wenn meine Eltern euch sehen? Die wundern sich total. Zufälle gibt's. Ich muss ihnen eh die Wahrheit sagen. Diese ganze Geschichte mit euch als Pärchen, das macht es nur noch schwieriger. Ach, und welche Version soll ich diesmal finden, ne? Sag ihn doch einfach, du konntest dich zwischen uns beiden nicht entscheiden. Sehr witzig. Wir warten den günstigen Zeitpunkt ab, dann reden wir in aller Ruhe mit ihnen. Und vorher checkst du ein bisschen die Lage, okay? Na prima. Und ich kann erstmal hierbleiben? Na klar. Aber nur so lange, bis du was anderes hast, okay? Du wirst es schon nicht bereuen, Alter. Na, da will ich eure Familienfeier mal nicht länger stören. Wer bleibt denn noch ein bisschen? Na, ich muss eh nach Hause. Lage checken. Mach's gut. Wir kriegen das schon hin mit deinen Eltern. Tschüss, meine Süße.
hat liegen lassen. Wo bleibt deine Reaktion? Bist du immer noch am Grübeln wegen dem Umbau? Ich finde es einfach schade, dass das mit dem Zusammenwohnen jetzt noch nicht klappt. Komm, ich auch, aber unsere Wohnsituation ist vielleicht nicht ideal, aber ist doch nicht so schlimm. Ich meine, hey. Ja, wenn du meinst. Außerdem haben getrennte Schlafzimmer auch Vorteile. Und sie wären? Du musst mein Schnarchen nicht ertragen. Ich hab dich noch nie schnarchen gehört. Ja, jetzt vielleicht noch nicht, aber in 20, 30 Jahren. Pass auf. Gute Reaktion. Ich mach dich fertig. Wie wär's denn mal mit Anklopfen? Stimmt das, was mein Vater sagt? Was sagt dein Vater denn? Du hast dafür gesorgt, dass er mit seinem Architekturbüro pleite ging. Lukas, das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Darüber sollten wir vielleicht mal in Ruhe. Du hast ihn ohne mit der Wimper zu zucken ruiniert. Das hast du sehr wahrscheinlich auch noch mit Absicht gemacht. Ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst. Als Loser hat er dir doch perfekt in den Kram gepasst. Da kannst du mal wieder allen Leuten zeigen, was für ein toller Hecht du bist. Dabei hast du im Gegensatz zu meinem Vater noch keine einzige Uni von innen gesehen. Jetzt halt aber mal die Luft an, ja? Ich bin nicht alleine an Volkers Konkurs schuld. Da waren noch einige andere beteiligt. Außerdem wäre er früher oder später sowieso pleite gegangen. Dein Vater ist nun mal kein Geschäftsmann. Ach, dann kann er dir sehr wahrscheinlich auch noch dankbar sein, dass du ihm sein Leiden verkürzt hast. Im Grunde genommen ja. Ich habe ihm die Chance auf einen Neuanfang gegeben. Und als Hotelleiter macht er sich wesentlich besser. Im Grunde ist es für euch alle das Beste. Und das entscheidest du. Klar. Aber das ist auch egal. Mein Vater wird Beweise ranschaffen und er wird dich in Deutschland vor Gericht bringen. Dann kannst du einpacken, du Großkotz. Jetzt reicht's aber raus mit dir. Ich höre mir doch diesen Kinderkram nicht länger an. Das brauchst du auch nicht. Du wirst schon sehen, wie wir es dir heimzahlen werden. Ach ja? Ja!